sehr selten, dass ich, bevor das eigentliche Video losgeht, noch einen kleinen Hinweis für euch gebe. Dieses Video, was jetzt kommt, ist nicht für erfahrene User, für Komoot geeignet und für Leute, die beim Garmin alles wissen. Abschalten. Sage ich ja selten, aber abschalten. Jetzt kommt nämlich ein Erklärbär-Video von mir für Leute, die sich gar nicht wohlfühlen. Wie nutze ich denn eigentlich so eine Planungssoftware Komoot und wie übertrage ich die Strecke an mein Garmin 1030? Für die Kundschaft ist es jetzt gedacht, für die absoluten Einsteiger. Und warum der Warnhinweis? Ich will euch einfach nicht langweilen mit den nächsten 15 bis 20 Minuten, wenn ihr schon alles wisst. Also, ab geht's. Gut, heute mal eine kleine Home-Story bei mir aus meinem Büro zu Hause, nicht aus der Firma. Einige von euch hatten da gesagt, Mensch, wir würden gerne mal wissen, wie Dan eigentlich seine Strecken plant. Da ist der Deister zu sehen. Ja, und das ist mein absolutes Lieblingsrevier. Ich wohne direkt am Deister und dann, wenn ich hier sitze und mal denke, ach, da könnte ich mal vorbeifahren, da könnte ich mal vorbeifahren, dann schwenken meine Gedanken manchmal hier so in diesem ganzen Wegewirrwarr. Ja, und hier auf dem PC entstehen dann die Strecken mit der Software Komoot. Genug Gequatsche, wir steigen da mal ein. Also ich benutze zur Planung meiner Strecken die Software von der Webseite komoot.de. Da müsst ihr einen Account anlegen, das habe ich hier getan. Und so sieht dann die Oberfläche aus, wenn ihr da eingeloggt seid. Ich bin da tatsächlich mit meinem echten Namen zu finden. Und dann gehen wir jetzt zum Beispiel mal auf den Punkt Routenplaner. Da gehen wir jetzt mal hin. Und das Erste, was ihr machen müsst, ist, dass ihr vielleicht mal die Startadresse jetzt hier eingebt. Und die Startadresse, ich wohne in Basinghausen, dann gebe ich jetzt mal für euch ein Bahnhof Basinghausen. Und dann wird das hier auch vorgeschlagen. Basinghausen Bahnhof, da setzen wir mal einen Punkt hier starten. Okay, dann seht ihr hier das kleine A für den Anfangspunkt. Einmal um Steinender Meer rum, meinetwegen hier gegen den Uhrzeigersinn. Dann gebe ich als nächsten Punkt, ich könnte einen Rundkurs angeben, aber ich gebe jetzt einfach mal Mardorf, weil ich das hier sehe auf der anderen Seite, gebe ich mal Mardorf ein. In Niedersachsen und dann sage ich hier als Ziel und ich habe jetzt wirklich nur zwei Klicks gemacht. Ich habe hier A, Start und ich habe B, da will ich hin. Und was ich jetzt gemacht habe ist, hier seht ihr Sportart Rennrad und ich könnte jetzt hier auch natürlich sagen, ich fahre mit einem ganz normalen Fahrrad, dann ändert sich etwas die Strecke oder wir lassen es jetzt mal bei Rennrad. Da ist der Reiter Rennrad. Zack, das ist die Rennradstrecke. So, jetzt sehe ich zum Beispiel, ja, wir wollten ja eigentlich gar nicht hier links rum, sondern wir wollten ja rechts rum um Steinender Meer. Das heißt, okay, wir suchen uns jetzt mal irgendeinen Weg, der rechts vom Steinender Meer ist, wo ich da wohl langfahren will. Dann nehme ich jetzt einfach mal hier über den Ort Neustadt am Rübenberge. So, dann nehme ich einfach jetzt hier irgendwo die blaue Linie und sage, hey, ich will ja auf die ganz andere Seite rüber. Und dann seht ihr ja schon, was er mir hier für Vorschläge macht, je nachdem, wo ich denn da so den Punkt hinlege. Dann mache ich das doch mal so. Ich schiebe das ein bisschen in die Mitte. Dann könnt ihr das sehen. Hier ist unser Startpunkt vom Bahnhof Basinghausen. Hier geht die Strecke irgendwo lang um das Steinender Meer drumherum und dann kommen wir auf der anderen Seite an. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel reinzoome, und mir gefällt irgendwas nicht bei der Strecke. Die andere Strecke gehe ich jetzt mal gar nicht drauf ein, aber ich möchte vielleicht hier nicht an diesen Häusern vorbei. Also entweder direkt am Wasser oder hier die Straße langfahren. Wenn mir diese Straße nicht gefällt und ich will da langfahren, dann nehme ich einfach hier diese blaue Straße, die blaue Linie und lege die nach da. Ja? Und wenn ihr jetzt mal guckt, bis jetzt habe ich nur vier Klicks gemacht. Punkt 1, Punkt 2 und mein Zielpunkt. So, jetzt mache ich das mal ein bisschen einfacher. Ich will ja wieder auch zurück zu meinem Punkt A. Ihr könnt das später noch lernen, das kann man auch noch einfacher machen, aber offensichtlich ist es jetzt, lege ich den Punkt B wieder ungefähr dahin, wo ich gestartet bin. Und dann seht ihr, jetzt habe ich schon einen Rundkurs. Und für diese Planung, für eine ganz kleine Rennradrunde, mal eben um Steinender Meer, habe ich jetzt keine 2 Minuten, glaube ich, gebraucht. So, speichere ich das Ganze hier ab. Und dann habe ich da auch schon meine Strecke fertig geplant. Wie
kriege ich denn jetzt die Strecke eigentlich auf mein Gerät? Ihr wisst, ich benutze gerne einen Garmin-Computer und da gibt es am Ende dieses Videos einen kleinen Take, wie ich diese Sachen übertrage. Denn ich würde jetzt neben einer kleinen Rennradstrecke für euch auch nochmal eine kleine Gravelstrecke durch diesen Deich da, wo ich wohne, auch mal kurz planen. So, dann starten wir jetzt mal und ich gehe wieder auf die Routenplanung und als Startort weiß ich einen Ort am Deister, der nennt sich Deister Freilichtbühne und viele meiner Strecken beginnen auch dort. Deswegen kann ich euch das auch sagen, wenn ihr die mal runterladen wollt. Wir sehen hier starten. Dann sage ich nicht nur Hinweg, sondern ich möchte einen Hin- und Rückweg haben, einen Rundkurs. Das habe ich beim ersten Mal nicht gemacht bei der Rennradtour, aber hier mache ich das. Ich zoome jetzt hier rein, da seht ihr den Start- und Zielpunkt. Und ich nehme jetzt einen Aussichtspunkt hier zum Beispiel, Blick vom Anna-Turm, seht ihr das? Da klicke ich einfach mal hin und dann sage ich, da möchte ich als Ziel auf alle Fälle vorbeikommen. Und schon ist mein Rundkurs geplant als Gravel-Bike-Strecke und einfach hier starten, zu dem Anna-Turm hoch und wieder zurück. Wären jetzt also 19 Kilometer mit 410 Höhenmeter. Und jetzt könnte ich dabei gehen und sagen, ja, 19 Kilometer ist mir zu wenig, ich möchte mal ein bisschen mehr haben und ich möchte hier unten nicht durch die Ortschaften fahren, sondern durch den Wald gehen. Und das machen wir jetzt mal. Also, erste Veränderung, wenn ich hier gestartet bin, dass ich hier unten lang fahre, das hat zwar Komoot so vorgegeben, das gefällt mir aber gar nicht. Also gucke ich mal, hier ist der Startpunkt, dann würde ich sagen, ich möchte mal diesen Weg lang fahren oder irgendeinen anderen Weg, den ihr hier als weißer Weg vorgeschlagen kriegt. Dann nehme ich einfach die blaue Strecke und lege die einfach da mal hin, weil da unten will ich nicht lang fahren. So, gucke ich mir die Strecke weiter an. Ja, hier geht es wieder zu einer Ortschaft, will ich nicht. Also ich möchte lieber hier lang fahren. Gleiches Spiel, ich nehme einfach die Strecke und ziehe die auf den Punkt. Okay, und was gefällt mir hier auch nicht? Schon wieder geht es durch die Ortschaft. Na, dann fahren wir einfach hier hoch und da lang. Also nehme ich wieder die blaue Strecke und jetzt ziehe ich die mal hier idealerweise zu dieser Kurve dahin. Gucken wir mal, zack, machen wir erstmal hier hin. So, und ich wollte ja da unten irgendwo lang. Dann nehme ich hier meine Linie und ziehe das dahin. Ups, nicht getroffen. Also blauer Punkt und dann gehe ich dahin. Ja, jetzt seht ihr, habe ich für diese Geländestrecke jetzt hier schon wesentlich mehr Punkte gebraucht als für die Rennradstrecke. Also ihr seht, hier ist der Start, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Das lasse ich jetzt einfach mal hier unten. Auch da könnte ich natürlich beigehen und könnte das ändern. Und jetzt gucke ich mir das mal an, wo das denn jetzt hier so lang geht. Ja, Mensch, das sieht doch gut aus. Und eine wichtige Funktion, die ihr jetzt kennen solltet, ist, ich kann jetzt hier nicht sehen, was ist denn da für ein Weg drunter. Weil diese schwarzen Wege, die ihr hier seht, die würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich würde immer diese weißen Wege erstmal nehmen, wenn ihr die Strecke nicht genau kennt. Und die kann ich jetzt ja nicht sehen, weil da jetzt die blaue Linie drauf ist. Und dann drückt ihr einfach mal die Taste M, den Buchstaben M auf eurer Tastatur. Und dann verschwindet die blaue Linie und ihr könnt mal gucken, aha, ja, das sieht super aus. Ja, ich mache mal absichtlich diesen Weg hier rein. Ich gehe da mal hin und nehme diesen Weg. So, jetzt würde man das nicht erkennen. Die blaue Linie geht immer noch auf diesem Weg hier lang. Ja, aber wenn ich auf M drücke, ach Mensch, da ist ein Fehler, da will ich doch gar nicht lang. Stattdessen kann ich sagen, ich nehme den Weg. Wunderbar. So, gucken wir doch mal, was hat unsere Strecke denn jetzt ergeben. Wir sind auf 20,3 Kilometer gekommen. Der untere Teil, der gefällt mir schon mal hier hoch. Wunderbar. Aber was mir nicht gefällt, ist, wir fahren hier hin und dann fahren wir hier wieder zurück. Ich möchte lieber einen Rundkurs haben. Das heißt, ich lege im Prinzip hier nochmal eine Schleife hinten rein, damit es vielleicht dann noch 30 Kilometer werden. Und das Erste, was ich zum Beispiel sagen kann, ich möchte nicht hier zurückfahren, sondern ich nehme einen Weg darunter, einfach nur als Idee, als Spielerei. So habe ich das verschoben. Deswegen die Höhenlinienangaben sind ja auch ganz gut. Und jetzt sage ich, ich will hier oben auf dem Weg langfahren
und ich will hier irgendwo zurückkommen. Dann nehme ich hier meine Linie und lege das vielleicht hier mal hin. Ja, Linie nehmen, zack. Und da habe ich mich verdrückt, ich Hornochse. Na, habe ich mich verklickt. So, wieder dahin und hierhin. So, und wenn ihr genau hingeguckt habt, habt ihr nämlich entdeckt, habe ich mit Absicht gemacht. Ich drücke wieder die Taste M. Er nimmt also von dem oberen Kammweg, ihr seht ja die Höhenlinien hier, diesen Weg darunter. Und ich weiß schon, bevor, also das kann man gerade so fahren, aber wenn ihr euch unsicher seid, nehmt die Wege nicht. Das ist vielleicht eher für den Mountainbiker geeignet. Und dann ziehe ich einfach die blaue Linie von dem Weg weg und ich nehme lieber den Weg. Ja, und schon bin ich da safe, weil das sind alles schöne Wege. Jawohl, macht einen guten Eindruck. Wir können hier einmal noch die Wegbeschaffenheit sehen. Wir haben einen losen Untergrund für 21 Kilometer. Wir haben festen Kies für 1,82 Kilometer. Wir haben 1,9 Kilometer Straßenbelag und Asphalt 4,2 7 Kilometer und nur 175 Meter ist Komoot, nicht klar, was das ist. Ich gehe wieder auf Tour speichern und nenne das jetzt meinetwegen von Deister Freilichtbühne nach Blick vom Annaturm. Ich nenne das mal Deister Tour 1, 2, 3, 4, 5. Fertig ist die ganze Sache. Und ihr habt jetzt gesehen, die Planung von diesen beiden Strecken, einmal so eine 60, 70 Kilometer Rennradstrecke, einmal eine 30 Kilometer Graveltour durch den Wald, das hat jetzt wirklich nicht pro Strecke länger gedauert als irgendwie 5 bis 10 Minuten. Dann zeige ich euch jetzt mal, jetzt waren ja zwei einfache Strecken dabei und ich denke für den Einsteiger, für den Beginner ist das auch einmal genug, damit hat man erstmal genug zu tun, wir machen da vielleicht noch eine Serie draus. Ich zeige euch mal, wie eine komplexe Strecke auch aussehen könnte. Ihr seht hier meine Karte, auf die ich halt gerne gucke. Und wir gucken hier in meinen gemachten Touren. Gehe ich mal rein. Da haben wir ja diese Deister Extremtour. Da gehe ich einfach mal hin. Hier ist das. Hier seht ihr die Karte. Und hier seht ihr das Gleiche am Rechner. Und wenn ihr jetzt hier genau guckt, hier sind halt relativ viele Schlenker eingebaut. Und ich habe die geplante Strecke schon bei mir längst gelöscht. Das ist also jetzt schon die gemachte Strecke und dann habe ich die Planung verworfen. Ihr seht hier unten das Hoch und Runter, wie es geht, das Höhenprofil. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Letzte Sache, wie kommt die Strecke auf meinen Garmin? Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt mal an meinem Garmin 1030 exemplarisch, wie einfach das geht. Letzter Take. Hier ist der Garmin. Wir machen jetzt mal die Variante ohne Kabel gebunden am Rechner. Ich schalte erstmal den Garmin ein. Und das, was ich jetzt machen kann, ist, ich habe hier die IQ-App für Komoot installiert. Ich gehe auf diese IQ-Apps. Wenn ihr das nicht habt, installiert ihr das. Dann gibt es hier bei mir Strava-Routen etc. pp. Und da gibt es auch den Punkt Komoot. Da gehe ich mal drauf. Hier ist die Deister Tour 1, 2, 3, 4, 5. Und da ist die Stein- oder Meerrunde. Hier sind die beiden Strecken. Die Strecken sind noch nicht auf meinem Garmin, sondern ich gehe über die IQ-App zu Komoot und sage mir, welche Strecken möchte ich jetzt haben. Und jetzt laden wir uns die Stein- oder Meerrunde. Gehe auf die Stein- oder Meerrunde und jetzt lädt er sie erst. Und ich könnte natürlich schon auf Start gehen. Hier seht ihr auch die Route, die wir da am Computer geplant haben, als Kontrolle. Aber ich empfehle euch, offline verfügbar machen. Hier ist so ein kleiner Schieberegler. Und dann kann ich nämlich ganz normal über meine Navigation gehen. Hier Navigation, Strecken, gespeicherte Strecken. Da ist sie. Zack. Und könnte jetzt sagen, los geht's. Sieht kompliziert aus. Macht ihr zwei, dreimal, dann ist das gar nicht kompliziert. Ihr habt gesehen, ich habe am Rechner stationär die Route geplant, habe aber meinen Garmin gar nicht kabelmäßig irgendwie mit dem Rechner verbunden. Ich habe einfach diese IQ-App installiert und habe es darüber mit Komoot die Strecke auf meinen Garmin gepackt und offline verfügbar gemacht. Auch ganz wichtig, selbst wenn ich jetzt kein Telefon habe, keine Internetverbindung habe, mein Garmin hat die Route.
In diesem Sinne habt ihr hoffentlich ein paar Ideen bekommen, wie man mal erstmal startet in die ganze Welt. Es sollte wirklich so ein Kickoff für euch sein, dass ihr mal ein paar Ideen habt. So fange ich mal an in dieser Welt und ich werde häufig danach gefragt. Hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt gesehen, wie man so anfängt, Routen zu planen. In diesem Sinne, bis vielleicht zum nächsten Video. Tschüss. Lass meine lieben Mitbewohner in Ruhe da oben.